Grüß Gott, mein Name ist Alexandra Mold und ich darf Sie heute am ÖHV-Kongress 2022 in der Hofburg in Wien begrüßen. Ich bin Schülerin der Tourismusschule Krems. Mein Name ist Paula Sinz und ich bin Schülerin der Tourismusschule in Bezau in Vorarlberg. Mein Name ist Antonia Albrecht, ich bin ebenfalls Schülerin an der Tourismusschule in Bezau und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Lebensläufe der Zukunft. Dazu war unser Kollege Jakob auf dem Weg und hat Interviews geführt. Herzlich willkommen hier am österreichischen Hotelierkongress. Mein Name ist Jakob Hemmer von den Tourismusschulen HLF Krems und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Lebenslauf. Dazu haben wir einen Interviewpartner, den Marco Riederer. Was denken Sie, was wird sich in der Zeit mit den Lebensläufen verändern? Ich glaube, ein Lebenslauf soll eine Darstellung einer Person sein, die sich wo bewerben soll, nun auch. Aber ich brauche nicht mehr eine plakative Aufzählung, was alles an Tätigkeiten, Hard Facts verübt worden ist. Ich glaube, es wird viel mehr die Soft Facts werden im Vordergrund stehen. Man will dich als Person kennenlernen und nicht eine ewig lange Auflistung sehen, wo du nicht schon überall warst, weil das jetzt qualitativ nicht unbedingt die Aussagekraft dann hat. Was denken Sie, was wird immer wichtiger? Die persönlichen Qualifikationen oder die fachliche Qualifikation? Es hat beides seine Berechtigung. Ja, beides ist natürlich wichtig, aber wie wir heute auch schon im Vortrag vom Herrn Brecht gehört haben, das Emotionale wird immer wichtiger, das Persönliche, die Empathie. Und das, glaube ich, macht uns ja als Hoteliers und Gastgeber ja auch aus. Der klassische Lebenslauf, so wie wir ihn kennen, wird es in der Form nicht mehr geben. Ich denke mal, das, was wir heute schon gehört haben, es wird ein sehr flexibler Lebenslauf sein. Bis jetzt haben wir unter Flexibilität verstanden, dass man oft wechselt und nicht mehr lange bei einem Arbeitgeber ist. Ich denke, in Zukunft wird man so sein, dass man wahrscheinlich verschiedene berufliche Leidenschaften parallel leben versucht. Herzlich willkommen zurück am österreichischen Hotelierkongress. Als nächsten Gast haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Herrn Martin Dr. Kocher, der Arbeitsminister von Österreich. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir haben das Thema der Lebensläufe in unserem Video und einmal die Frage, was denken Sie, was wird in der Zukunft wichtiger sein? Die persönliche Seite vom Bewerber oder eher die fachliche Kompetenz? Ich glaube, dass für viele Stellen die fachliche Kompetenz die Voraussetzung ist, aber dass natürlich alle Unternehmen und auch Institutionen darauf schauen, was hat denn jemand noch sonst gemacht. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man seine Interessen auch auslebt, dass man zeigt, welche Interessen, Hobbys man hat und dass man vielleicht über andere Dinge oft in einen Job kommt, als nur die fachliche Ausbildung. Die Digitalisierung schreitet immer wieder voran. Es gibt jetzt schon Computersoftware, die was die Bewerbungen bzw. Lebensläufe analysieren können. Und was denken Sie dazu? Sollte man das in der Zukunft nutzen oder sei es doch besser, wenn ein Mensch die Lebensläufe durchsieht? Soweit ich die Personalabteilungen von vielen Bereichen kenne, werden da wirklich Lebensläufe noch persönlich angeschaut. Natürlich gibt es manchmal Unterstützungsmaßnahmen, Hilfen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich glaube, dass es gut ist, dass in dem Bereich Menschen entscheiden. Ich bin kein Freund von Algorithmen, die Menschen beurteilen. Ich kann vielleicht ein paar Eckpunkte, die ich mir festgelegt habe, durchlaufen lassen, aber ich muss das menschlich beurteilen, ich muss mir das durchschauen und ich will die Menschen auch kennenlernen, die ich dann in der Auswahl habe. Wie wir in den Interviews gehört haben, ist eine fachliche Kompetenz natürlich eine Grundvoraussetzung im Tourismus. Doch in der Zukunft wird auch die soziale Kompetenz immer eine wichtigere Rolle spielen. Abschließend sind sich die Experten einig, die Verbindung zum Gast ist wichtig, der Gast muss sich wohlfühlen. Das waren Einblicke vom ÖHV-Kongress in Wien.